Habt ihr alle Star Wars gespielt oder was? Was gerade gefragt hast wegen die 100%. Habt ihr die schon fertig? Nachdem er das Bein von Steinalt gemampft hat, ist er wohl auf den Geschmack gekommen. Oh. Hab's Game nicht? Ah, okay. Ich darf den Kollegen gerne in Ohren speisen. Und du hast ja gesagt, dass du es zu 100% machen willst, ja. Ich weiß halt nur nicht, ob ich das on-stream machen soll oder ob ich es für mich privat machen soll. Das ist eben das Ding. Bin ich halt am Überlegen die ganze Zeit eigentlich, deswegen. Deswegen habe ich es dann nicht weiter gestreamt, weil ich weiß nicht, wie interessant das ist für die meisten. Weil ich da dann nur auf Achievements gehe quasi. Ich auch direkt den räudigsten Bossfight am Anfang mache, weil ich jetzt quasi eine andere Reihenfolge habe, wie ich das durchspiele von den ganzen. Ja, da gibt es verschiedene Stämme und so. Ich glaube, anhand von denen entscheidet sich dann, wie man das Game durchspielt. Also vorher habe ich es relativ normal durchgespielt und gerade irgendwie mache ich die Missionen, die ich das letzte Mal kurz vorm Ende gemacht habe, deswegen. Let me shoot. Ich glaube, wir schießen dahin. Der Beiser. Ein frischer Wind. Lass dir diese Chance nicht entgehen. Das war, glaube ich, aber auch räudig, aber wir. Aimbot! Das war jeder drauf, what the fuck? Jetzt habe ich ihn, oder? Ah, nicht ganz. Warum kommt das gerade jetzt? Bitte. Ja, danke. Low score. Aber wir haben es geschafft. Biomutant. Er dankt dir, dass du den ersten Weltenfresser erledigt hast. Das ist ein Anfang. Du solltest zu Steinalt gehen und alles über die Maschine herausfinden, die er Arche nennt. Auch wenn Steinalt deinen Absichten misstraut, verlässt er sich auf deine Hilfe. Der Sifu ist sich sicher, dass er dir sagen wird, was du wissen musst. Er schätzt, mittlerweile weißt du, wo du Steinalt findest. Er war schon immer am Fuß des Baumes und daran hat sich nichts geändert. Der Fuß des Baumes. Quest verfolgen. Ich habe halt noch immer keinen Reitvieh-Lader, deswegen müssen wir den ganzen Weg laufen. Ah ja.
Die muss ich aktivieren für die Sea Points anscheinend. Okay. Gut, dass ich da drauf komme wenigstens, weil das sieht nach sonst hätte ich recht wenig gehabt. Aus. Am Ende dann. Wir brauchen halt 18 davon. Kurz mal hinpissen. Mal sehen. Das brauche ich eh nicht. Ist nur, dass ich dann Schnellreise machen kann. Ein gut verborgener Ort, direkt unter der Erde. In den dunkelsten Teilen der Unterwelt lauern seltsame Wesen. Ja, Wawan, Level up oder was? Steinalt ist beeindruckt, dass du es so weit gebracht hast. Doch es gibt immer noch zu tun. Das Ende der Welt ist noch allgegenwärtig in aller Gedanken. Iboda Kilmok. Du hast einen Weg eingeschlagen, der dir die Macht verliehen hat, entweder alle zu vernichten oder zu retten. Die Frage ist, wie du mit dieser Verantwortung umgehst. Ich bin sehr verantwortungslos. Ich wollte am Anfang sagen, unverantwortungsvoll, aber. Je mehr man sich selbst hasst, desto mehr will man auch andere leiden sehen. Toledreya, ja, Maoloa. Es ist weh. Ja, Yato. Und was glaubst du, wie es um seine eigenen steht? Er heißt schließlich Steinalt. Schon vergessen? Papa Mofobak. Steinalt sagt, es gibt eine Zeit für alles. Es ist jetzt sinnlos, an die Vergangenheit zu denken, da diese vergangen ist. Mauketo, Dul Atto, Yamalau. Denk an die Gegenwart, denn dort befindest du dich. Du musst deine Prioritäten festlegen und Dinge zu Ende bringen. Daimis. Er ist besorgt, dass du die Welt in Gefahr bringst. Doch die Dunkelheit muss nicht zwangsläufig das Ende der Welt bedeuten. Sie ist bloß eine andere Perspektive. Wenn die Welt wirklich untergeht, gibt es kein Entkommen. Für den schlimmsten Fall hat er Vorbereitungen getroffen. Er nennt es die Arche. Momombusu? Alles hat zwei Seiten, doch es wäre furchtbar für ihn, wenn du gezwungen wärst, mit der Arche zu fliehen, während die Welt in Stücke zerfällt. Steinalt meint, es gibt keine eindeutigen Aufzeichnungen über die Ereignisse, die den Lauf der Geschichte verändert und die Welt in die Knie gezwungen haben. Fabube. Ah ja. Muck Kofar. Und wie kommt er dann drauf, oder was? Gefunden, in denen die Krise beschrieben wird. Jahrzehntelange Verschmutzung, die in den Boden drang und den inneren Kern aufgebrochen hat. Die Verschmutzung unterbrach den Fluss der sogenannten Ki-Energie, die Lebenskraft, die alles durchzieht, sowohl lebende als auch unbelebte Dinge. Er hat erfahren, dass die Verderbnis alles auf der genetischen Ebene beeinträchtigte und so alles auf den Kopf gestellt hat, was als normal galt. Nur die, die sich verändert haben, entgingen der Auslöschung und konnten beweisen, dass Überleben und Erneuerung möglich sind. Er kann deine Neugier über das Schiff am Fuß des Baums nachvollziehen. Er sagt, es kam zum Vorschein, als das Öl durch die Erde brach. Die Arche gab es sogar schon vor der alten Zeit. In ihrem Inneren hat er Anleitungen gefunden. Und nachdem er sie jahrelang studiert hat, glaubt er nun, das Schiff zu verstehen. Selbst wenn du denkst, dass niemand sonst es wert ist, vor dem Ende der Welt gerettet zu werden, gibt es in der Arche noch vier weitere Plätze. Er wird die Plätze weiter frei halten, falls du im Fall der Katastrophe noch vier andere in die Arche einladen willst. Sobald du für einen Charakter alle Quests abgeschlossen hast, kannst du ihm einen von vier Plätzen Dache anbieten. Der Sif und deines verbindenden Stammes Steinhalt haben bereits einen Platz, aber überlege gut, wenn du sonst noch einlädst. Steinalt hat gehört, dass du recht beschäftigt warst. Mayani. Er weiß deine bisherigen Taten zu schätzen
Doch leider erfordert sein Freund Gizmo im Westen dringend deine Aufmerksamkeit. Mau, mau, ja. Steinalt sagt, er weiß, dass du gütig genug bist, um Gizmo so gut wie möglich zu unterstützen. Er wird dir den richtigen Weg weisen. Doch Gizmo zu finden und ihn mit allem Nötigen zu versorgen, liegt ganz bei dir. Das klingt nicht gut. Steinalts Warnungen sind gerechtfertigt. Der Jumbo-Knäuel muss gestoppt werden. Mayani. Steinalt sagt, Gizmo ist besorgt, weil der Weltenfresser im Westen immer mehr Unheil anrichtet. Er erklärt, dass Gizmo an einem Schrottläufer arbeitet, um zum Weltenfresser zu gelangen. Er ist jedoch auf Hilfe bei der Fertigstellung angewiesen. Mayani. Steinalt schlägt vor, dass du so schnell wie möglich nach Westen aufbrechen solltest, um Unterstützung zu leisten. Yeah, move for boom. Er fragt sich, was dich gerade beschäftigt. Dicka Maperna. Verabschiedet sich von dir. Falls du das Gefühl hast, dass der Erzähler während deiner Erkundung zu häufig spricht, kann. Ja, nee. Das lassen wir so. Mich stört das nicht. Wir haben eine neue Stufe wieder.